Wir spielen es natürlich auf Deutsch. Hinweis: 50% der Einnahmen werden an Organisationen gespendet, die Betroffene von Locked-in-Syndrom unterstützen. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ich habe ja kein Geld dafür bezahlt. Das ist eine kostenlose Demo-Version. Ich werde es im Schnitt ein bisschen anpassen, wenn ich es auf YouTube hochlade. Gut, Lautstärke runter vom Gerät. Gut, und damit seid gegrüßt, liebe Zwerge, genommen aber zu dem Leute zu, der sie eh nichts google. Was auch immer. Wir starten ein neues Spiel, neues Netztest. Auf geht's. Empfohlen von Modi. Spielst du auf einem Monitor, der eine Wiederholungsrate von mehr als 60 Hertz hat? Was zum Henker? Invest die falsche Einstellung könnte dazu führen, dass das Spiel zu schnell läuft. Ja, ich hab's halt dicker. Ach, was ein Wetter. Da mein kleiner Grüllvogel. Grüllvogel. Das ist Grüllvogel. Senixvogel, Grüllvogel. Grüllvogel lebt in einer fantastischen Welt voller drolliger Gestalten. Allen voran Senis. Senis ist der Plural von Senix und bezeichnet Steinaltopas. Ein Senex-Vogel ist eine Art Laune der Natur. Die Kombination aus einem Vogel und einem Senex. Senex-Vögel zeichnen sich, wie auch Senis, hauptsächlich durch drei Dinge aus: die Neigung zu schlechten Gags, großer Hunger und spontan auftretende Senilität. Schauen wir doch einmal, wo Grullo-Vogel heute hinfliegt. Ich könnte wohl mal wieder was schnabeln. Ein Braten wäre doch mal was Feines. Oder ein Buffet. Hatte schon länger kein Fleisch mehr im Schnabel. Wie ein Grottelvögel. Grottel, Grottel. Grottelvögel sind die wohl unproduktivsten Geschöpfe der Welt. Und zudem noch giftig. Mit ihnen möchte man nun wirklich nicht zusammenstoßen. Weiche ihnen mit den Pfeiltasten aus. Nies, sag ich. Nies. EZ. Aha. Flappy Bird lässt grüßen. Erfolgreich ausgewichen. Nichts Schlimm. Solche Kunststücke vollführe ich doch im Schlaf oder sogar beim Powernappen. Ach ja. Ui, was ist das da hinten? Grottel, Grottel, Grottel. Noch mehr Grottelvögel. Rocks. Ausgewichen. Kein Hindernis für unseren Senixvogel. Oh nein.
Hi. Grottel, 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 Grottel. Oha. Abgestürzt. Kapitel 1. Oh je. Ist abgestürzt. Jippies, ich lebe noch. Meine Flügel sind auch noch heile. Was ein Glück. Hoffentlich hat mich der Grottelvogel nicht mit seiner Grottigkeit infiziert. Schnell raus hier. Drück die X-Taste, um das Menü aufzurufen. Dann kannst du deinen Spielstand speichern. Wer will denn seinen Spielstand speichern? Beim Speichern steht der Cursor automatisch auf dem nächsten freien Spielstand, statt auf dem aktuellen, warum auch mit Spielständen geizen, wenn du bis zu 50 verschiedene anlegen kannst. Meine Rede. Einen kurzen Blick bei Edna bricht aus und so reinwerfen. Wir wollen spielen. Können wir speichern. Yay, bin gespeichert. Kinotterie. Aha. Natürlich. Was wünschen ist, ist das schon. Gegenstände haben wir noch keinen. Oh, ein Zinix. Ich bin nicht allein in diesem Gammel, in dieser Gammelgrotte. Es schläft. Gegen Zinix. Ist aufgewacht und davon gerannt. Ist kein Rennen. Aha. Gehen wir weiter hier. Ein Kinoskelett. Oh, Backe, wo bin ich denn hier gelandet? Wo kam das denn her? Die Wand sieht brüchig aus. Da habe ich keine Bomben dabei. Ich könnte versuchen, sie via Schnabel aufzupicken. Autsch. Das klappt nicht. Vielleicht finde ich ja irgendwo einen Schnabelverstärker. Es ist stattlicher Senixvogel beherrscht, Senixvogel, Grullo-Vogel. Selbstverständlich die althergebrachte Kunst des Schnabelpickens. Drücke die Taste W, um mit dem Schnabel zu picken. Dadurch kannst du zum Beispiel Blumengestrüpp zerpicken, um darunter Dinge zu finden. Für härtere Wände oder ähnliches ist Grundvogel leider etwas in Jahre gekommen. Aber mit Hilfe von einmal Schnabel aufsetzen kannst du mächtige Bohrschnabelattacken ausführen. Ist klar.
Autsch. Au, das klingt schmerzhaft. Okay, wo finden wir hier einen Schnabelaufsatz? Wer ist mit hier? Nö, hier nix. Ah, ein Bohrschnabelaufsatz. Ein Stück Metall. Du hast einen Bohrschnabel erhalten. Und es wird nicht dein letzter sein. Damit sollte ich die brüchige Wandlein aufbrechen können. By the way, wer hat den schlafenden Senix hier eigentlich eingesperrt? Und seit wann? Wir werden es nie erfahren. So, hier geht's lang. Okay, ich muss den wohl erstmal aktivieren. Diesen praktischen Schnabelaufsatz, okay, es ist Metall, kann ein jeder Vogel zum brutalen Schnabelbohren verwenden. Es zerbricht nach Verwendung. Picke die brüchige Stelle auf, die du Leertaste drückst, während der Cursor über dem Ohrenbalken ist. Reduzierst du die HP der Wand. Triffst du nicht, erhöht sich deine Schnabelnutzung. Mit zu hoher Schnabelabnutzung regeneriert sich die Wand wieder. Aha. Aha. Verdammt. Jetzt spiel die Wand. Okay, Bohrschnabel. Nice. Aha. Wo sind wir hier gelandet? Oh, Backe. Wo bin ich denn hier gelandet? Das habe ich gerade gesagt. In deinem Garten, Oberwert. Das weiß ich auch selbst. Nee, bist du nie geworden. Danke. Nasen-Smiley. Wie auch immer, lasst uns mit der Prozession beginnen. Okay, Nasen-Smiley. Und nicht vergessen, die Augen sind stets in Richtung Burg zu wenden. Aha, eine Senix-Prozession. Was in aller Welt sehen meine Vogelaugen da gerade? Habe ich da Munk gehört? Oh nein, es ist ein Rentner-Protest. Protest zum Gehl. Ich glaube, ich sollte ihnen folgen. So, wo sie nicht sind, ist auch Fleisch. Vielleicht finde ich ja sowas zum Schnasseln. Und Burg klingt gar nicht so ungemütlich. Auf geht's.
Kleiner Zeitsprung. Alle Gebiete gibt es in der Vollversion. Ist klar. Kapitel 2. Es ist wach. Der Vogel ist wach. Wach ist er. Freude für den Vogel. Yay. Aber warum liegst du mit der Glatze im Sand? Lass mich dir mal hochhelfen. Je. Wo bin ich? Du bist am Strand zu Burg Senigsburg. Am Strand? Tatsache, sage ich. Wie bin ich hier gelandet? Nicht gelandet, gestrandet. Was ein Gag. Was ein Gag. Ich und Fischibert haben dich gesehen, wie du im Wasser umhertriebst. Ganz schön umtriebig. Aufheier, mich hat ein Grottelvogel verschleppt und anscheinend einfach im Meer fallen lassen. Grottig. Je. Ohne euch wäre ich vielleicht im Wasser erschnabelt oder entschlafen. Vielen Dank für die Rettung. Selbstredend, wir Sinis müssen ja zusammenhalten. Es wird in Kürze dunkel. Komm doch mit uns und ruhe deine müden Flügel auf Burg Senigsburg aus. Unser Anführer Oberbert wird dich sicherlich bei uns aufnehmen. Vielen Dank, aber das kann ich doch nicht annehmen. Doch, doch. Aha, für die ganzen Nilen unter uns ist die Steuerung dann nochmal eingeblendet worden. Verstehe. Das ist also Fernwert. Siehst du etwas? Ja, ich sehe ein Schiff. Willst du es auch sehen? Sag nicht, das ist Boot, Bert. Oh. War das Oberbert? Aha. Was für ein prunkvolles Schiff. Ich guck mal nach, ob ich Bootbert finden kann. Scheinbar nicht. Das macht er tot im Wasser. Eureka! Rolobus! Eureka! Eureka, verdammte Kiste! Ja. Ah, hier ist Bootbert. Ah, Fischibert, nicht Bootbert. Verstehe. Willst du eine Runde schippern? Na sicher doch. Das Spiel ist so kaputt.
Okay, Trinkpäckchen Schnabulierbert. Trinkpäckchen Schnabulierbert. Was? Okay. Hey Freund, was machst du denn hier auf hoher See? Bist du schippern und selbst Trinkpäckchen schnabulieren konntest auf hoher See. Klasse, die Flüssigdrinks. Ah ja. Das ist leider genau mein Humor. Wie das Boot dort über den Felsen schwimmt. Das ist leider sehr viel mein Humor. Ja. Kudu, ein Seenixvogel. Das ist Kufred. Aha. So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Nee, du hast noch nie einen Seenixvogel gesehen. Von wo kommst du? Oho. Sieht man das denn nicht? Ich komme aus der Kuhwelt. Tatsächlich, was eine Kuh. Ich habe einmal in Büchern von dieser Welt gelesen, wie bist du hergekommen. Na, dann hast du bestimmt auch gelesen, dass die Kuhwelt über Portale mit der Öhren verbunden ist. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ist schon länger her. Aber ich habe noch nie so ein Portal gesehen. Eine Kuh. Ja, aufgrund der Vergangenheit ziehen wir es lieber vor, unsere Welt nur selten zu verlassen oder besuchen zu lassen. Verstehe, aber wie kommt es, dass du uns besuchst? Willst du etwa braun werden am Strand? Ojo, nein. Ich bin Teil einer Gesandtschaft. Wir sind geschäftlich hier. Eine Business-Crew also. Solltest du nicht langsam auch zurück nach Burg Singsburg gehen? Die Sonne geht langsam unter. Wir sind ja schon auf dem Weg. Ach Quatsch, hier ist es doch viel bequemer. Da schneicht am Stehen ein. Ich korrigiere. Im Liegen. Okay. Schön, ja. Aber waren Sie schon mal? Ich halte ja schon den Rand. Seenixvogel, Seenixvogel, Krudovogel. Ich begrüße dich auf Burg Seenixburg. Oberbert, Oberst, Oberbert. Die Freude ist ganz meinerseits. Nun, Vogel, Vogel. Den Titel Oberst trage ich schon lange nicht mehr. Meine Zeiten als Infanterie-Senix sind vorbei. Damals in der Schlacht gegen Apokalyptikus verlor ich zwei Finger. Einen hat er mir abgebissen, den anderen biss ich selber ab. Kommen wir aber zu wichtigerem, Vogel. Lass mich dir etwas zeigen. Essen. Verstehst du, was ich dir damit zeigen möchte? Ich werde es dir verdeutlichen. Senis tretet näher. Nee, doch nicht. Okay, doch. Hey, Grubenbert. Ja. Pfeif unserem Gast die Grubenrolle. Gerne pfeife ich die zahlreichen Instrumenten komponierte Grubenrolle.
Vogel, ist Ihnen klar geworden, was ich dir vermitteln wollte? Ja, jetzt verstehe ich es in seiner ganzen Vollumfänglichkeit. Vollumfänglichkeit, höre ich da ein Ressentiment gegen meinen Bauchumfang? 1,90. Ja, vollusenlos. Dem ist so. Ich schätze mal zwinkernde Smiley. Noch ein besonderes Schmankerl für unseren Gast. Er möchte einen Gag vortragen. Alle. Ich. Keiner? Na gut. Traubert. Dann solltest du einen Gag vortragen. Okay, also. Wie fühle ich mich, wenn mir etwas Gutes widerfährt? Traurig. Lustig, Traubert. Wirklich ein herzhafter Kracher. Nun, Vogel, ich wünsche dir einen angenehmen Aufenthalt auf Burg Senixburg. Ich auch. Ich auch. Ist klar. Dein Schlafgemach steht schon im Ostflügel bereit. Vielen Dank. Ich möchte unhöflich sein, aber könnte man nicht ja wohl ein bisschen Fleisch in den Schnabel bekommen? Ich suche schon seit Tagen vergeblich. Aber selbstverständlich lassen wir unseren Gast nicht verhungern. Meist nicht. Ihr habt wirklich noch so viel Fleisch übrig? Übrig? Paha, du wirst schon sehen. Senis, ich rufe eine extra Portion Abendschnabulat aus. Rostbert, wirf die Fressmaschine an. Vogel, ich muss dich leider bitten, dir die Augen zuzuhalten. Ich esse nichts, was ich nicht sehe. Nein, nein, ich meine auf dem Weg zum Fresssaal. Dessen genauer Standort ist nämlich ein wohlgütetes Geheimnis. Wieso das? Alles zu seiner Zeit, jetzt aber ab zum Fresssaal, TM. Mein Magen antizipiert fröhlich das extra Schnabulat. So, du kannst die Vogelaugen wieder öffnen. Wo sind wir denn hier gelandet? Ich habe Tische und Stühle und Schnabulat in Maß erwartet. Bei uns geht das alles etwas gesitteter zu. Jetzt aber ab an die Fressmaschine, TM. Okay. Ah, hier ist die Fressmaschine. Die Fressmaschine errichtet Anno Schnabulans Schnabuloris. Fassungsvermögen einige Fleische. Leistung 14 FPS Fleisch pro Sekunde. Oh Gott. Das hier ist die Fressmaschine. Deliziös. Was macht sie? Das wirst du gleich sehen. Bist du bereit zu schnabulieren? An die Fressluke, ich schaue mich noch um. Auf geht's. Wache 14 gibt dem Fleischbefehl weiter. Fleischmarsch. Ich bin Wache 15. Mein Fehler. Ich habe gesagt, ab heute befördere ich dich zu Wache 14. Oh, große Güte. Vielen Dank. Ich werde Wache X15 jetzt setzen.
Sofort freudig wache 14 gehen und ihn auf 15 Grad degradieren. Aber vorher gebe ich den Fleischbefehl weiter. Ja, man muss sein Personal gut im Griff haben. So wie ich meine ich damit. Mein Humor ist kaputt. So wie ich meine ich damit. Das hast du verstanden, oder? Ja, sehr bewundernswert. Ah, da läuft sie ja schon. Die Fressmaschine. Guten Schnabulierung an. Einen reinen Glied. Der Magen grummelt, das Laufband führt zu Fleisch. Versuche so viele Fleische wie möglich mittels Leertaste zu schnappen. Du kannst dich auch nach links und rechts bewegen. Lass den anderen nichts übrig. Aha. Oh nein. Das geht doch nicht. Ich habe welche verpasst. Aha. Mein lieber Senixvogel, du hast 48 Fleischer weggeschnabelt. Das ist ganz schnappig. Gut schnabuliert, mein gefiederter Freund. War noch nicht das Ende der Fahnenstange. Willst du es erneut verprobieren? Bin satt wie eine Flunder. Wurst, ich bin fett. Das war sehr, sehr gut. Und seit langer Zeit wieder nötig. Das freut mich und meine Gastfreundschaft. Das musst du schon lange nicht mehr gehabt haben, Ja, ich finde es ein bisschen her. Man findet da draußen ja kaum noch was. Aber bevor es für mich ins Bett geht, noch eine Frage. Woher habt ihr das ganze Fleisch? Ach, das kann ich dir zeigen, du Vogel. Komm mal mit. Zum Fleischlager. Keine Zeitsprung, alle Gebiete gibt's in der Vollversion. Natürlich. Wir erfahren, wo das Fleisch ist. In der Vollversion. Kapitel 3. Hey, das scheint noch einer zu sein. Was hat der denn für einen tiefen Schlaf? Hey, mitkommen. Nicht sehr freundlich aussehende Kuh. Was ist denn los, ihr drolligen Kühe? Brennt es? Schneit es? Ist das Essen alle?
Ruhe, mitkommen, habe ich gesagt. Es ist aber sehr unhöflich. Ich habe schon nettere Kühe als dich kennengelernt. Jippes, ist das hier ein Raub? Glaubt mir, ich habe nichts. Oder eine Geiselnahme? Hilfe. Okay. Aha, die Kühe haben diese Nixburg eingenommen. Ah ja. Das ist mir jetzt zu wild. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen auf YouTube. Nämlich nach oben sollte euch der Seenix-Folge gefallen haben. Auf die Wunschliste packen. Solltet ihr das selber mal spielen wollen. Demo lässt sich momentan gratis runterladen. Jo, na dann. Habt noch einen tollen Tag auf YouTube. Ich hoffe, euch hat dieses etwas ulkige, sehr ulkige Test gefallen. Haut rein. Bye bye.